Mein Name ist Dirk van Laak. Ich bin Professor für Zeitgeschichte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich hätte auch Literaturwissenschaftler werden können. Mich hat immer beides sehr interessiert. Ich habe viel gerne und viele Romane gelesen und mich immer gefragt, ob nicht Romane und Geschichtsschreibung viel gemeinsam miteinander haben. In letzter Zeit wird das wieder aktuell, die Frage, weil es immer mehr historische Romane gibt und es gibt immer mehr Geschichtsschreibung, die sehr erzählerisch daherkommt. Was haben also beide miteinander gemeinsam? Sie haben die gleichen Ursprünge in der Antike und sie haben immer sich angezogen und voneinander abgestoßen. Und diesen Prozess verfolge ich in meinem kleinen Bändchen nach, was in der Reihe Pamphletliteratur erschienen ist. Es ist sehr handlich, man kann es immer bei sich tragen und darin stöbern und lesen und sich anregen lassen, diese Frage zusammen mit mir gemeinsam zu verfolgen. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre.